Also was steht hier? Kein Cuttermesser, keine Schere. Messer der Max. Cuttermesser. Das ist unglaublich. Keine Schere. Hello, hello, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss gerade lachen, weil der Max die ganze Zeit hier Grimassen macht vor mir. Wir sind gerade auf seiner Terrasse, denn die Renovierungsarbeiten gehen weiter. Wir haben jetzt hier mal einiges rausgetragen. Max, sein Bett ist angekommen. Das wurde heute geliefert. Von dem neuen Bett hatte ich euch ja schon erzählt, hattet ihr auch gesehen, als er sich das ausgesucht hat. Und jetzt wird drinnen gerade gestrichen. Und dem Lissandro sein Bett wird heute auch aufgebaut. Also wir haben wieder einiges vor. Und ich war beim Friseur, deshalb bin ich nur so halb geschminkt. Weil natürlich durch das Waschen und so weiter dann hier immer so die Schminke abgeht. Aber ist ja auch wurscht. Ne, ich wollte ja heute nicht heiraten gehen, da ist auch der Max. Und ihr hört gerade übrigens, versteckt das sich extra hinter seinen Kissen. Das ist so doof. Jedenfalls hört ihr hier gerade so Geräusche, denn die Feuerwehr ist da und beseitigt eine Ölspur. Also ein Busfahrer hat hier Öl verloren. Ich glaub, hat eine Ölspur hinterlassen. Die Feuerwehr macht es gerade weg. Ich habe mich gerade total versprochen und der Max veräppelt mich schon wieder. Da ist er, der Max. Ey, da können wir jetzt ein paar Eier drauflegen und braten. Das ist ja Bombe. Hier ist was los bei uns. Ja. Also wir gehen jetzt rein und machen mal weiter. Hey, hier sieht's aus, Leute, hier sieht's aus. Und übrigens, der Luquito ist auch da. Da ist der Luki. Okay, also wir machen hier mal weiter. Kurze Pause ist zu Ende hier bei Max im Garten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Max will mithelfen. Willst du mithelfen, Max? Den Feuerwehrleuten. Okay. So, meine Lieben, ein paar Stunden später. Man kann es erkennen. Es ist einiges passiert. Wir waren sehr fleißig. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze davor ausgesehen hat, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt. Und dann drehe ich euch mal kurz rum und zeige euch, wie es jetzt aussieht. Ein kleiner Zwischenstand. Wir sind lang noch nicht fertig. Hier hallt es auch total, denn Max, seine Möbel stehen ja zur Hälfte draußen. Also zum Beispiel sein neues Bett. Das holt er gleich rein. Ich muss davor aber noch was machen. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie es eben davor ausgesehen hat. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. Kann man einen deutlichen Unterschied erkennen, ne? Schaut mal, das ist frisch gestrichen. Und es war auch eigentlich mal weiß. Und wir sind nicht Raucher. Krass, oder? Ja. Nimm mal. Fein, Max. Ne, Bella? So, und jetzt führe ich euch ganz kurz einmal rum. Der Schrank steht noch da. Die Tür ist offen, ja, ich weiß. Der Max hat da nämlich Kissen rein und deshalb geht die Tür nicht anständig zu. Jedenfalls wurde diese Wand hier gestrichen. Die war ja davor türkis. In der Kamera kam das so blau rüber. War es aber nicht. Wie gesagt, es war ein schönes Türkis. Recht dunkel und jetzt hat er sich grau gewünscht. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Hier drüben ist seine Glasfront. Hier kommt wieder der Schreibtisch hin. Da hat er ja auf Instagram gesagt, die Fenster streicht er schwarz. Hat er mal wieder alle veräppelt, natürlich. Hat er nur Spaß gemacht. Hier drüben sieht es jetzt so aus. Etwas aufgeräumter. Etwas aufgeräumter. Da muss er aber noch einiges tun. Und hier unterm Schrank sind jetzt noch diese Tücher, weil wir den Schrank jetzt gleich noch mal ein bisschen verschieben müssen, wahrscheinlich, weil wir erstmal schauen, wie groß eben das neue Bett ist. Ich wische jetzt hier erstmal den Boden und dann fängt da Max an, alles reinzutragen, beziehungsweise ja, räumt halt hier noch ein bisschen auf. Und ich würde sagen, in der Zwischenzeit, wenn er das jetzt macht, zeige ich euch die Sequenz von Lissandros Zimmer. Da hat ja der Max das neue Bett aufgebaut. Endlich, das war ja wirklich wochenlang im Karton in Lissandros Zimmer, weil wir einfach nicht dazu gekommen sind. Ich möchte dem Lissandro noch den passenden Schrank dazu bestellen aus dieser Serie. Wenn ihr möchtet, verlinke ich euch diese Serie mal unten in der Infobox. Das ist vom Online-Shop Tausendkind. Nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich sage es lieber mal dazu. Ich habe euch ja schon sehr, sehr oft erzählt, dass ich da bestellt habe. Zuletzt jetzt erst diesen Spielbogen zu der Babyshower.
Die Mama war total begeistert, also die werdende Mama, die das Geschenk bekommen hat. Und wie gesagt, ich bestelle da ja sehr, sehr gerne. Die haben im Moment auch Sale. Da werde ich jetzt dann auch für Alessandro noch ein bisschen was bestellen. Wie gesagt, schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich kann euch ja dann auch in meinem nächsten Vlog zeigen, was ich weiter gekauft habe im Online-Shop Tausendkind. Genau, und jetzt hole ich den Putzeimer, wisch hier durch und ich würde sagen, ich blende euch jetzt mal die Sequenzen von Alessandros Zimmer ein. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. I've been trying hard to keep my cool, but when you need, there's nothing that I can do. Max, du siehst du voll groß aus, wenn ich so von unten dich filme. Gut, ne? Hilfst du auch mit, Bella? Hilfst du auch mit? Du hilfst gar nicht mit, ne? Die anderen sind fleißig hier. Vor allem der Max. Also was steht hier? Kein Cuttermesser, keine Schere. Messer der Max. Cuttermesser. Das ist unglaublich. Aber keine Schere. Achso, du hast aber keine Schere. Na gut. Unglaublich. Dieses Kind ist einfach unglaublich. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love. So, meine Lieben, oh, die Jalousie fährt gerade hoch. Jedenfalls ist das jetzt Alessandros Bett. Der Max hat es fertig aufgebaut und ich bin sowas von verliebt. Das sieht so, so edel und hochwertig aus und ist es auch. Also vom Material her wirklich ganz, ganz toll. Auch mit diesem Bettkasten hier, da habt ihr ja gesehen, da hat der Max die Rollen dran gemacht. Unten haben wir jetzt ganz viel Platz eben. Und das nächste Projekt wird dann eben der Schrank sein, hatte ich euch ja schon erzählt. Den Schrank hier, den hatten wir damals für den Moritz gekauft, der war von Paidi. Dazu hatte er ja das ganze Set, also sprich das Bett noch dazu und eine Kommode. Ja, wie gesagt, das nächste Projekt wird dann Alessandros Kleiderschrank, eben auch passend aus dieser Serie werde ich den noch dazu kaufen. Den Schreibtisch dazu hat er ja schon, den hatte ich euch schon mal in einem Video gezeigt und zwar steht der hier drüben. Allerdings müssen wir da oben drauf noch ein bisschen aufräumen. Diese Aufbewahrungsteile hier, die haben wir auch von Tausendkind, da hat Alessandro seine Bälle drin. Und ich würde sagen, wenn das komplette Zimmer fertig ist, dann kann ich es euch ja nochmal zeigen. Also wie gesagt, meine Lieben, denkt dran, beim Onlineshop Tausendkind gibt es jetzt bis zu 50%. Ich habe vorhin schon mal nachgeschaut auf dem iPad und zwar wollte ich ja dem Alessandro noch ein paar Sachen jetzt für den Sommer kaufen und da habe ich schon einige Sachen in meinen Warenkorb und recht viel Geld schon gespart. Außerdem, was ich noch entdeckt habe, die haben jetzt ganz, ganz neu Outlet und zwar auf Möbel, Deko, Spielzeug und Ausstattung, also auch richtig genial. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal stöbern. Jetzt müssen wir aber erstmal hochgehen, denn es geht jetzt zum Kochen und da nehme ich euch mit. Ja, da ist ja die Bella. Ja, hallo. Ja, hallo Bella. Und zwar hat mir der Postbote heute Morgen wieder die HelloFresh-Box gebracht. Ich habe sie jetzt soweit schon ausgeräumt und habe alles in den Kühlschrank. In diesen Teilen hier sind ja immer die gekühlten Lebensmittel. Ich habe jetzt hier noch was rein, das muss ich dem Max noch runterbringen. Und zwar ist das ein Grill für den Main, also wenn er unten am Main eben grillen möchte, mit seinen Kumpels oder vielleicht draußen auf der Terrasse. Richtig cool, habe ich schon ausgepackt. Genial. Da drüben ist noch meine ASOS-Bestellung. Und hier im Kühlschrank habe ich, wie gesagt, schon diese Paketchen verstaut. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal das Kochen an. Also so sieht es jetzt bei uns aus. Schaut mal, wir mussten erst mal aussuchen, was wir denn kochen wollen. Und ja, ich glaube, wir haben uns entschieden. Es ist ein bisschen viel, aber wir haben ja Besuch.
kurzer Überblick. So sieht es jetzt aus. Und der Babyblattspinat, der kommt jetzt hier rein. Und das Brot ist schon im Ofen dazu, also zu diesem Gericht. Und hier kommen dann noch Cashewkerne drauf. Salat ist auch schon fertig, kann ich euch auch gleich noch zeigen. Gehen wir mal kurz rüber. Da ist der Salat. Wir haben jetzt Blattsalat genommen und Gurken, Radieschen, Tomaten und so weiter. Und hier ist das Joghurtdressing. Das kommt dann hier drauf. Also, wir haben zum einen dieses leckere Gericht. Das sieht jetzt bei uns so aus. Da ist das Brot dazu. Und Joghurt kommt dann eben am Schluss noch drauf. Dann haben wir noch einen Salat. Und die Schnitzel, die haben wir jetzt hier. Moment, ich zeig's euch. Da sind sie. Da ist eben der Salat dazu passend. Dann haben wir jetzt hier noch Reis. Nudeln mit brauner Soße eben zum Schnitzel, weil eins meiner Kinder keine Kartoffeln möchte. Und dann haben wir eben noch dieses Gericht und das sieht so aus. Genau, und da haben wir die Variante noch in ein wenig weniger scharf, wenn es gerade deutsch war. Jawohl, und das sieht so aus und da kommen dann noch die Cashewkerne drauf. Ja, und ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken. So, Fresskoma des Grauens, kennt ihr das? Wenn ihr total viele leckere Sachen vor euch stehen habt und nicht aufhören könnt, obwohl ihr schon lang satt seid. Ja, so ging es mir gerade eben. Ich habe ja wirklich viel gekocht, aber ich hatte ganz viele fleißige Helfer hier und die wollten natürlich alle satt werden. Ich habe einiges übrig, das ist gut, dann muss ich morgen nichts kochen. Yay! Denkt dran, ich habe noch einen Rabattcode für euch, für die HelloFreshBox. Und zwar nennt er sich HelloHeidi30. Könnt ihr jede Menge Geld sparen, was ich richtig cool finde. Und von der HelloFreshBox habe ich euch ja schon des Öfteren erzählt. Ich liebe es, Produkte neu zu testen, die ich so noch gar nicht kenne. So wie das mit den Süßkartoffeln jetzt zum Beispiel. Das war ein ganz, ganz leckeres Gericht, da wäre ich nie drauf gekommen. Und auch mein Mann hat sehr, sehr gut geschmeckt. Das war ja die vegetarische Variante. Und wie gesagt, alle Infos schreibe ich euch mal unten in die Infobox. Da könnt ihr mal reinschauen, falls ihr das auch mal ausprobieren möchtet und dann natürlich in diesem Zuge noch Geld sparen möchtet. Jedenfalls sind wir jetzt wieder im Zimmer vom Max. Und ich wollte euch kurz das Bett zeigen. Wir sind jetzt nicht ganz fertig geworden. Das wird auch noch eine Weile dauern. Der Max möchte nämlich auch noch einen neuen Schreibtisch. Aber ich wollte euch das Bett schon mal zeigen. Wir haben uns jetzt nur Folgendes überlegt, dass dieser Schrank hier, das war gerade eine italienische Bewegung, dieser Schrank wird dann wahrscheinlich wegkommen. Kleinerer Schrank kommt dann hierher, denn das Bett muss umgestellt werden. Also so, dass man da oben das Kopfteil hat. Das ist jetzt das Bett. Und es ist richtig schön, das haben wir beim Neubad gekauft, also XXXL Neubad heißt es, glaube ich. Ich versuche es mal zu finden und verlinke es euch unten in der Infobox. Es war im Angebot, meine ich. Davon hatte ich euch ja schon in einem anderen Blog erzählt. Und so sieht es jetzt dann von vorne aus und gefällt dem Max halt sehr, sehr gut. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die Handbewegung war zu früh, aber jetzt. Tschüss!